Ja, so manch einer leckst ja hin und wieder mal nach Wasser. Und was braucht man für einen Wasserdurchfluss? Einen Wasserhahn, ja. Und der ist nicht nur zum Wasserlassen gut, sondern auch für magische Operationen. Deswegen müssen wir den Wasserhahn diesmal zu den Magiern zurückbringen. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Dungeon of Nahelböck hier bei Alles Furchtbar kommentiert. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich bin der Daniel und wir bringen jetzt, wie schon erwähnt, unseren Wasserhahn zurück. So, ich muss mal gucken, wo wir hin müssen. Dann aktualisieren wir mal die Karte. Im Ritualraum. Waren wir schon mal im Ritualraum hier unten? Weiß es nicht. Doch, glaube ich, ganz am Anfang mit dem Tutorial. Ah, hier war noch irgendwo auch wieder eine Falle. Kann mich noch erinnern. Hier. Wo ist unser Meisterdieb? Habt ihr ja schon mal entschärft? Und offensichtlich ist sie immer noch entschärft. Da kommen wir noch nicht rein, denke ich mal. Ich mache noch schön speichern. Eigentlich total sinnlos, weil bisher habe ich, glaube ich, noch nicht einmal wirklich einen Speicherstand nutzen müssen. Meine Herrschaften, hier ist das Objekt für den Aufspürzauber. Ist das ein Gegenstand, der exklusiv dem Kerkermeister gehört hat? Ja, so ungefähr. Wieso ungefähr? Es ist ein Wasserhahn. Seltsam. Wir hätten etwas wie ein Schmuckstück, ein Kleidungsstück, einen Talisman erwartet. Ehrlich gesagt ist ein Wasserhahn das Letzte, was wir hätten erwarten können. Da die zweite Etage immer noch blockiert ist, ist das alles, was wir finden konnten. Vielleicht sind Sie zu schlecht, um Sangdar damit aufzuspüren. Glauben Sie, Sie können uns mit unserem Stolz manipulieren? Nein, keinesfalls. Er ist mit allen so unangenehm. Nichts Persönliches. Kannst du die Klappe halten? Geh Stühle flechten, du Hühnerhirte. Sehen Sie? Selbstverständlich sind wir in der Lage, die Aufspürung durchzuführen, trotz der schwachen Verbindung, die von diesem Objekt ausgeht. Seht selbst. Magie ist nur was für Leute, die zu schwach sind, ein Schwert zu heben. Ruhe. Wir dürfen Ihre Konzentration nicht stören. Haha, Sie haben ein Huhn gefunden, Weicheier. Haltet den Mund, oder wir verwandeln euch in Türgriffe. Ich sehe einen Hühnerkäfig. Niedere Dämonen, Gestaltwandler. Sangdar, Gefangener von Dämonen in einer Form, die nicht die seine ist. In der Nähe der Luftschiffe. Die Astralwesen haben uns endlich ihre kosmischen Geheimnisse über den himmlischen Schleier des universellen Bewusstseins offenbart. Und? Wo ist er? Hört verdammt nochmal zu! Er befindet sich auf dem Dach des Kerkers bei den Luftschiffen. Wahrscheinlich gefangen durch Dämonen im Körper eines Huhns. Haha, was für ein Haufen Vollidioten! Was denn jetzt noch? Natürlich müssen die kommunizierten Informationsfetzen interpretiert werden. Unser Kollektiv ist im Falle eines etwaigen Ablebens durch einen Fauxpas eurerseits nicht zur Verantwortung zu ziehen. Scheiße, wir sind allein. Exakto. Was wollen die jetzt genau? Finde Sangdar. Auf dem Dach ist er jetzt offensichtlich. So, gibt es hier in dem Räumchen noch irgendwas? Ich glaube, in dem Raum haben wir das eigentlich noch nicht. Jedenfalls, also, oder es ist schon zu lang her, das kann natürlich auch sein. Ist ja doch ein nicht ganz so kurzes Spiel. Und das Schöne ist, wir haben noch zwei oder drei DLCs vor uns. Zwerge ritzen Karten auf Granit. Schwerer, aber auch stabiler. Dach. Okay. So, jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal. Trotzdem nochmal zu dem. Dem Kollegen, wo ich die Nebenquests vermute. Ich habe mich verlaufen. Jetzt habe ich gedacht, das Krom ist das Glücksradräumchen. Der Krumm braucht keine Karte, ich aber schon. Eigentlich bräuchte ich ein vollautomatisches Navi. Karten lesen und so. Naja, man weiß ja, wie das ist bei mir. Das wird aber auch jetzt Sinn machen, wenn wir von hier eine Quest bekommen, dass jetzt hier auch nochmal eine Nebenquest verfügbar wird. Schauen wir mal. Ne, immer noch nicht. Es gibt keine Quest. Ich guck vielleicht nochmal
Kann das sein, dass hier irgendwie draußen... Hier ist ja auch nochmal irgendeiner gestanden. Der hatte ja auch nochmal eine Quest, oder? Also zumindest hatte ja ganz am Anfang des Spiels mal eine vergeben gehabt. Bin der jetzt hinter Lümmel? Bin doch hier im Garten schon mal ein bisschen rumgefegt. Ach du lieber Himmel, meine Freunde, das ist ein Desaster. Oh, der Gärtner ist schon... Sind die Spinnen schon geschlüpft? Doch, doch. Ja, ja, aber was nutzt ein... Ich klick das mal durch. Warum sagen Sie Kumpel, du hast eine... Wir haben jedenfalls ein... Okay, nee, der hat auch keine Mission. Nee, dann gibt's da offensichtlich wohl keine mehr. Naja. Nicht so schlimm. Dann gehen wir jetzt zum Dach. Wenn uns niemand mehr eine Zusatzaufgabe geben will, dann machen wir eben das, was wir übertragen bekommen haben. Bei den Luftschiffen hinten. War hier nicht auch noch irgendwo eine Falle? Ich mag es nicht, wie sie mich anstarren. Seitdem du uns gesagt hast, dass es Gestaltwandler sind, die von den Dämonen angeheuert wurden, finde ich sie etwas zu gruselig. Jetzt nehmt aber mal eure Aluhüte ab und hört mit dem Gestaltwandler Hühnerkram auf. Der berüchtigte Sangdar muss sich unter ihnen verstecken. Haltet die Augen offen. Seltsamer Hahn. Ob er das sein wird. Habt ihr es bemerkt? Das sind wirklich seltsame, böse aussehende Hühner. Haha, ja klar, aber wir hören nicht zu. Wer redet da mit mir? Hier, wir sind im Epizentrum der Astralvision. Von diesem lila Huhn geht eine starke Astralenergie aus. Helft mir! Verbreit mir einer einen Storch, ein sprechendes Huhn. Das glaubt mir zu Hause in Lubé keiner. Nach den sprechenden Goblins ist alles möglich. Vorsicht, die anderen Hühner sehen plötzlich bedrohlich aus. Ja, schlachtet die verdammten Hühner ab. Was war das? Moment, kämpfen wir jetzt gegen Hühner? Gegen farbige Hühner? Level 9 Hühner. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, vor allem, da sind noch Käfige, das heißt, die werden noch mehr Hühner da rausholen, ne? Das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo. Und dahin? Wieso ist denn jetzt plötzlich die Musik weg? War da nicht gerade noch eben Musik? Ja, ich dachte mir nämlich schon hier. Die holen hier nämlich noch die Kameraden. Zusammenbleiben! Krieg ich nur 3 rein. Ja, super. Ich hab ja gleich eine ganze Legebatterie. Gegen mich. Ein Schaden. Dann werden wir mal da die das Gefühl schützen. Nee, da brauchen wir jetzt. Kann ich den Käfig auch zerstören? Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht den. Krieg's ja schon wieder nicht hin, da irgendwo rein zu chargen.
Ja, versuchen wir es mal so. Anlauf nehmen. Und Vollgas. Voll auf die Kniescheibe. Hey da, nicht so schnell. Oh, das sind aber viele Hitpoints hier, das eine. So, sogar den Käfig kaputt gemacht. Aber gleich neue Hühner rausgelassen. Er wird sich jetzt freuen, ne? So, auch der darf jetzt einmal schön in die Hühnermorde reinballern. Autsch, das soll aber ordentlich Selbstschaden geben durch diesen, durch was auch immer, diese Kugeln da immer machen, die Schadensreflexion. Das hat gar nicht wehgetan. Glitschig wie ein Stück Seife. Das ist so ein geschenkter Kampf. Schön beim Zwerg bleiben, finde ich gut. Macht dir super. Ich hab die Moves. Teilweise pariert. Machen wir denn weiter hier? Ah, falsch! Ich wollte das goldene Huhn. Da habe ich meinen Kringel nicht gesehen. Lohnt sich das da jetzt irgendwo hinzuspringen? Oh, Moment. Nee, den Früchteregen, den brauchen wir gerade nicht. Kann ich denn überhaupt theoretisch hinspringen? Kann ich da reinspringen? Da kann ich reinspringen. So. Jetzt möchte ich aber mal einen Buff hier mal probieren. Schilde des Waldes auf den Zwerg. Was ist das denn? Vor allem die Musik dazu, es ist ja herrlich. Wie soll ich das nicht schon früher geskillt? So. Okay, neuer Rekord. 4 Gegner mit einem Schlag. Moment. Wir haben hier normales Gefieder. Das können wir auch mal gegen Feuergefieder antreten lassen. Nein. Da war der kritische Treffer, von dem die Rede war, in dem Tooltip von dem letzten Level. Talent. Komm mir nicht so nahe. War das jetzt schon Sprint? Oh mein Gott. Ich muss unbedingt diesen Gürtel loswerden noch. Lust? Was ist jetzt da? Der Papa hat Lust? Auf Chicken Wings? Der fährt nach dem Kampf sicherlich erstmal zum KFC. Wir haben unsere Tiefpunkte erreicht, um uns von Neuem zu erheben.
Na komm, gibt's nochmal eine Heilung hier. Oh nein, der hat den. Ah nein! Der hat den Barbaren bezirzt. Ich brauche euch gar nicht. Oh oh. Noch nicht auf die. Noch nicht auf die Elfin! Hui. Fang mich doch! Ich glaube, nochmal wird sie nicht ausweichen. Wir probieren's. Und wir haben ja hier jetzt noch den Superzauber. Und jetzt ist unser Papa hier noch das Problem, ja? Bis der wieder zu Sinnen kommt. Das ist, glaube ich, auch noch nicht in einem Kampf. Ich könnte den aber zumindest mal immobilisieren. Dahin zu laufen war jetzt allerdings auch nicht sonderlich klug. Ah, und dann ist der Kampf vorbei. Hätte ich gar nicht mehr machen brauchen. Ich mag es, wenn alles nach Plan läuft. Ein Werfhuhn, zwei Eier und 777 Goldmünzen. Holt mich hier raus, ihr Idioten. Dieses Huhn spricht zu uns. Noch ein Gestaltwandler-Dämon. Mach ihn platt. Nichts da. Ich bin der Meister. Ich bin Sangdar. Ihr hirnlosen Abenteurer. Ha, er hat die Elfin erkannt. Was? Wie? Ihr schon wieder? Diese Stimme kenne ich. Man kann nicht mal mehr eine kleine entspannte Dämonenrebellion anzetteln. Alles muss man selber machen. Das ist Losax. Verdammt, ich dachte, er hätte sich verpisst. Die 7 dämonischen Hühner waren als Alarmanlage zugelassen, um Sangdar zu bewachen. Für wen haltet ihr mich? Für einen großen Trottel, der Angst hat, dass wir ihm nochmal die Fresse polieren. Zeig dich, du Schwächling. Gerne doch. Und jetzt werde ich eure Seelen herausreißen und über das gesamte Raumzeitkontinuum verteilen. Ja, und deine Schwester fährt einen Wassertanker. Dieser Dämon hat eine Schwester in der Zwergenarmee. Das ist eine Metapher. Ja, genau, das gibt Krankheiten, die Metapher. Nein, Metapher sind Krokodile, Menschenskind. Allegorien sind Metaphern, ihr Vollidioten. Und Losax ist immer noch hier. Wer ist dieser Losax? Ich hasse euch hier! Geht mir auf die Nerven! Ihr lauft schon seit Jahrhunderten im Kreis durch diesen beschissenen Kerker und ihr taucht immer wieder auf. Aber das ist jetzt das Ende. Ich werde euch vernichten. Oh, das gibt hier gleich in den nächsten Kampf. Okay. Na klar. Und die Hühner, die sind jetzt aber friedlich, ja? Also die kommen jetzt auch nicht noch von hinten. Super, besiege Losax. Ah, super. Das wird jetzt, glaube ich, eine etwas längere Folge wieder mal. Müssen wir durch. Was sind das eigentlich für Kameraden? Stufe 10. Ui, die sind jetzt aber wirklich ausgelevelt hier. Genauso wie wir. Zusammenbleiben! Macht auch noch Kopien. Oh, was war das jetzt? Schaden auf alle. Hättest du wohl gern. Es soll Chaos herrschen.
Wir dienen dem Unglück. Oh, die ziehen aber schon ordentlich Damage da, glaube ich. Verdammt und zugenäht, stirb! Ich würde sagen, das ist eine gute Gelegenheit, um da gleich mal für ein bisschen Spaß zu sorgen. Wenn es einer kann, dann der Barbar. Kriege ich bei ihr nochmal eine Aktion rein? So, dann würde ich nämlich gerne ihn noch ein bisschen motivieren. Ich finde das gut. So, und dann gibt es noch einmal den Schuss hier. Berg macht Blechdose. Und bleibt ansonsten erstmal stehen. Oh. Brauchen wir schon die Heilung, ja? Komme ich ja gar nicht hin. Natürlich, Widerstand. Widerstand ist doch zwecklos, haben sie immer gesagt. So, den Zwerg. Den Zwerg da hinten rein. Ich bin der Ranger aus Lubé. Du siehst mich nicht. So, noch nicht durchsprinten, aber wir könnten zumindest mal versuchen, den hier noch zumindest bewegungsunfähig zu machen. Klappt. Da hätten wir jetzt ja auch einiges an Fähigkeiten, was wir da setzen könnten. Ausweichen, parieren, reduzieren. Mach mal auf den hier. Da haben wir, glaube ich, noch keine Blechdose hier verwendet. Seine Astralenergie wird irgendwie zerzaust. Ich glaube, da wird es auch bald mal Zeit für eine Gruppenheilung. Oh Gott, noch mehr Nachbilder. Wir machen das mal so. Wir können noch hier einmal brüllen erstmal. So, und dann kriege ich dann noch eine Aktion. Darf hier einmal durchbrezeln. Die haben schon Hitpoints, ne? Bei der Macht des Scheiterns der Ahnen. Küsschen. Schauen wir mal, wie weit wir erstmal ohne Gruppenheilung kommen. Mal abgesehen davon, dass wir die gerade sowieso noch nicht haben. Flieg weg! So. Nun? Dämonen sind gemeine Fieslinge. Wollten auf jeden Fall mal den da vorne auch hier einheizen. Eto, Radio.
Und der muss jetzt auch mal nach vorne. Wie ist denn das mit seinem... Das irgendwie hinbekommen? Dass der nur die zwei da anrübst? Achso, der spinnt ja erstmal. Ist jetzt aus der Verstohlenheit raus. Super. Den ersten gleich ausgewichen. Und dann war der ganze Zauber für den Arsch. Der kriegt jetzt aber schon ordentlich Schaden. Ich könnte natürlich auch erstmal das Fürchten lernen. Aber den hebe ich mir erstmal auf. Schon ganz gut, dass der hier gerade defensive Sachen hat. Die haben alle noch genug Hitpoints für den Moment. Vergiften wir den mal. Out. Und aber natürlich auch schon mal die Gruppenheilung hier reinzünden. Geht das? Kriege ich da zumindest mal? Ja. Und den Baden sollten wir dann auch auf jeden Fall auch nochmal recht zeitnah heilen. Jetzt wird es bei den Barbaren langsam auch ein bisschen kritisch. Das hat gar nicht wehgetan. Kriegen wir das Feld erstmal überwacht? Wir haben jetzt gerade sowieso erstmal nichts, was wir weiter tun können. Das tat weh. Bei ihr. Mir nicht gefällt, dass der Barbar da jetzt gerade im Weg steht. Kann ich hier nicht einen Roundhouse-Kick machen? Also natürlich, ich stelle mich da rein, das könnte gehen. Dann kriegen wir nämlich die hier. Haben wir bei ihr? Wir haben bei ihr sogar noch die Heilung parat. Unsere Gesellschaft wird stärker, je mehr wir zusammenwachsen. Dürfte er jetzt auch mal? Ach Gott. Das klappt doch wieder nicht, ne? Nicht gut. Mal wenigstens aber den einen hier bekommen. Magiewiderstand. Ich weiß aber jetzt nicht, ob der alles widerstanden hat oder nur den einen. Das wird dich leer. Oh, wenn der jetzt sich bewegt, dann macht's Aua. Wieso ist die Wachsamkeit immer weg, sobald die einmal einen Angriff kriegt? Das ist doch total blöd.
Wie nutze ich das denn? Aber schon ein bisschen Aua. Was haben wir denn hier noch? Heilung. Kann das auch für sich verwenden? Kann er ja. Die Aktion ist so wichtig bei ihm. Und dann noch mal ein bisschen aus dem Weg hier. Noch eine. Boah, ich krieg ja fast nichts platt hier. Jetzt macht er immer wieder irgendwelche komischen Kopien. Wäre eigentlich ziemlich gut, wenn ich ihn mal da wegbekomme, hier den Losax oder wie der heißt. Ausweichen bitte. Holla, die Waldfee. Den Heilung für Ausdauer. Bevor der mir hier krepiert. Oder ich heile ihn mal. So, jetzt vielleicht mal den durchdringenden Schlag reinballern. Ah! So länger halt auch der Kampf dauert, umso blöder wird es hier gerade. Meine liebe Elfin, was magst du da eigentlich? Bringt es Glück, zum Gott der Ungeschicklichkeit zu beten? Das fällt auch nicht um. Oh, Feuervögel. Immer noch nichts gekillt. Und der kommt halt einfach nicht an die dummen Gegner ran, ne? Ich stelle den jetzt mal mitten rein hier. Muss jetzt halt nochmal sprinten, die Runde. Billigen Tod kriegen wir nicht. Kann ich meucheln? Kann ich auch nicht. Eisbombe. Das ist alles nicht so berühmt hier. Na super. Hey, der erste, der umkippt. Ich fasse es ja nicht. Die Priester ausweiden, ihr Gold nehmen. Wäre das erstmal Zeit, hier die Gruppe erstmal wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Nicht nachgeben! Ich.
Und dann müssen wir hier nochmal den Jürgen helfen. Achso, der hat nur die Ballade. Ah, der hat nur die Ballade. Nahkampfangriff. Hm. Inspiration. Auf wen könnten wir denn noch eine Inspiration wirken? Auf sie vielleicht? Ja, wir könnten das aber auch auf die Elfin machen dann. Bei meinem Glück würfle ich eh nur kritische Fehler. Oh, die metzeln hier aber auch den Ogre gerade ziemlich weg, ne? Kaum ist sie am Gegner dran, ist aber auch hier gleich schon... Freue mich doch hier. Uiuiui, kriegt der Schaden. Könnten wir da wohin springen? Aber das macht alles irgendwie wenig Sinn. Den können aber Zwerg weghauen. Ach, einer ist mal weg. Was haben wir denn da? Wir haben noch einen Adrenalinrausch. Wir könnten ihm noch einen Punkt geben, dann kann er nochmal angreifen. So, dann stellen wir uns direkt da schon mal hinter. Okay, es wird auch ein wenig übersichtlicher gerade. Ich brenne! Ich komme und puste ein bisschen in die Glut. oh ja, genau. Wir haben noch die Heilung hier. Ich wollte es eigentlich nicht gedacht, ich wollte eigentlich sie erstmal. Aber das ist eigentlich, ja, auch wichtig. Das tat weh. So, es wird doch ein wenig übersichtlicher. Wer ist denn jetzt eigentlich? Losax ist der hier. Der macht ja die ganze Zeit diese dummen Gestalten da, ne? Moment, wenn der flieht, müsste der Ogre eigentlich drauf haben können. Ach, der ist immun. Wow. Hier irgendwie einen coolen Heiltrank oder so? Ah, nur das. Dann wird es mit Angreifen diese Runde auch wieder nichts bei ihm. Das hat gar nicht wehgetan. Meucheln, komme ich da dahinter? Nee. Ey, warum treffen die jetzt hier wieder 0,0? Die treffen mir weiter gar nichts, ey. Das sieht doch gut aus. Ich hätte zu Hause bleiben und Stühle neu befestigen. Ach, guck. Zwei Abbilder gleich auf einen Schlag weg. Und wir sind an Losax dran. Ogre, nicht umkippen. Kannst du noch nicht bringen. Was hält denn der eigentlich aus?
Und jetzt mit Nahkampf hier. Ich bin hier. Ich sag ja nur mal so, man vergisst mich gern. Die Ballade hat noch Cooldown. Aber das wäre gut, wenn wir die nochmal irgendwie zum Laufen bekommen. Schon wieder ein Abbilder. Hättest du wohl gern. Moment mal. Der Brokkoli muss rein. Und damit ist die Runde schon wieder vorbei. Das tat weh. Heilung wäre wieder. Okay, wir hätten wieder eine Heilung am Start. Erstmal den Ogre, weil der kippt uns sonst, glaube ich, die nächste Runde wirklich komplett weg. So, und dann sollten wir aber zumindest mal einen Schritt zurückgehen. Dann müssen wir auch mal auf sie aufpassen, dass sie nicht auch noch umkippt. 116! Ja, und schon wieder, der kommt einfach nicht ran, ne? Kann das sein, dass er Schaden basierend auf seinen Bestandshitpoints bekommt? Also sprich, dass das prozentual gerechnet wird und dementsprechend halt auch viel ist? Also den mögen die, ne? Den mögen die. Die ganze Heilung ist schon wieder weg. Ach, komm schon! Jetzt ist es. Ey, wie lange hat denn der jetzt schon nichts mehr getroffen? Das ist die vierte Runde am Stück. So viel Pech kannst du doch gar nicht haben. Au! Der hat auch noch keine Heilung am Start, oder was ist das denn? Ein Lebenstrank. Ja, komm, ab in den Schurken. Dieser Trank sah seltsam aus. Oh, wir haben wieder die. Ja, die muss raus. Ganz schnell. So, der hat auch noch. Der hat auch noch ein Würstchen einstecken. Nein! Ich wollte die selber fressen. Okay, jetzt kommt nicht nur. Jetzt kommt zum Pech auch Unfähigkeit dazu, ne? Also erstmal dahinter, dass der wenigstens neben der Elfe steht. Die müsste ja jetzt auch irgendwann mal wieder eine Heilung bekommen. Ist der schon down? Ich bin der Meister der Zeit. Ja, das ist jetzt klar, dass er natürlich den. Dass sie den niedermachen. Das hat gar nicht wehgetan. Ist aber auch mal gut. Aber warte mal, das ist doch gar nicht der Originale, oder? Doch, das ist der Originale. Wenn wir hier mal ein bisschen Schaden drauf machen. Haben wir wieder eine Heil? Ne, haben wir nicht. Und vor allem, sie hat auch dummerweise. Immer noch. Bald war's das mit dem beschissenen Fluch. Also sie hat auch nicht wirklich viele Hitpoints. Ja, das springt natürlich auch nicht weiter, logisch. Warum sollte es auch? Er hat noch einen Heiltrank drin. Ist aber nur ein kleiner. Das.
kippt auch. Er kippt auch, ne? Ja. 116! Warum? Wie kann denn das sein? Das wird nicht als von hinten zählen. Das wird dich lehren. Und der hier? Ach, der war die ganze Zeit schon da, ne? Wow. Na klar. Immer noch keine Heilung. Immer noch keine Heilung. Und auch nichts mehr im Gepäck, ne? Das ist doch nicht dein Ernst. Der ballert ihn einfach mit einem Hit fast weg. Der hätte noch eine Keule. Die jetzt ausreicht. Das ist eine kleine Keule. Also gut, die Kopie ist zumindest mal weg. Erstmal wieder. Mageren aufheben. Okay, er wäre auch mal weg. Wenn wir die Runde irgendwie überleben, könnten wir vielleicht nochmal versuchen, den Ogre aufzuheben. Was hat denn der noch an Hitpoints? Zumindest mal das Visier. Ah, Moment. Sehr schön. Das heilt uns dann mit der Magierin erstmal wieder voll. Das ist gut. Das macht einen Schaden, ne? Der Barbar ist wohl jetzt weg. Das hat gar nicht weh getan. Ja. Na, schön nochmal einen Crit reingeballert. Aber wir haben die Heilung wieder, sehe ich gerade. Dann können wir ihn auch direkt wieder aufstellen. Aber auch, ne, die hat ja gerade die Heilung erst schon rausgeballert. Oh, dann müssen wir aber noch einen Schritt nach vorne gehen. Sonst klappt das nicht mit der Reichweite. Es klappt auch so nicht mit der Reichweite. Ja, dann stellen wir den Baden auf. Das ist ja auch nicht verkehrt. Oh Gott, er kippt auch um. Konitha Frecken breitet seine Zwingen über die Welt. Den könnte ich dann nochmal motivieren. Die in der nächsten Runde, ne? Dun, 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 dun. Er macht den Zwerg weg. Parade. Oh, ein bisschen Goldzwerg. Und der Dieb ist auch weg. Logisch, wieder ein Crit. Ja, wie soll's auch anders sein? Er schmeißt sich auch noch einen Heiltrank. Ist doch nicht dein Ernst?
Soll ich das denn jetzt hier bewerkstelligen? Also der kippt auch gleich, aber wir könnten den Oger aufstellen. Ich hoffe, der Oger hat noch irgendwie was im Petto. Ich glaube, der hat aber auch nichts mehr, ne? Was hat er denn da noch? Krafttank des Trolls. Ich könnte den Zwerg allerdings jetzt wieder hinterschubsen. Der kommt da gar nicht hin. Wenigstens den wegmachen. Dann macht der schon mal keinen Unfug mehr. Die Elfin ist auch weg. Würstchen. Dann könnte ich dir noch. Der Elfin könnte noch das Würstchen geben hier. Moment mal. Halt. Einmal hier. In der Hoffnung, dass das noch irgendwie was bringt. Das sind halt nur 10 Hitpoints. Die überlebt die nächste Runde nicht. Jetzt schon tot, ne? Er auch. Super. Das alles hängt jetzt an ihr, theoretisch. Und sie kann sich aber auch nicht. Moment mal, wir hätten ja noch einen Heiltrank hier. Moment, ich kann mit ihr. Ach ja, klar, ich kann mit ihr noch eine Aktion machen. Krieg aber auch nichts in Reichweite. Ja, super. Doch, mit den Feuervögeln. Damit. Den muss ich jetzt halt wegnügen, eigentlich, ne? Die Feuervögel würden aber vielleicht zwei davon. Ja, komm. Feuervögel! Nochmal. Es hilft ja nix. Und er flieht erstmal. Das ist jetzt erstmal gut für eine Runde. Der Ogre hat halt auch nix, also der ist auch quasi nur noch eine Attrappe. Dieser blöde Debuff halt von diesen blöden Kopien hier, ne? Und immer schön die Crits reinballern. Wir haben nochmal die Hymne! Wir haben nochmal die Hymne! Zumindest die beiden könnten jetzt nochmal überleben. Ach, der hat sich jetzt da durch. Ach, das ist ja ganz praktisch. Dann ist er jetzt wenigstens auch gleich da. Sie verreckt jetzt auch, ne? Nee, sie überlebt's. Den Oger setzen. Und wir könnten noch mal eine Aktion mit ihr machen.
Und zumindest mal die ganzen... was wegmachen. Können den Schurken theoretisch aufstellen, aber nee, wir versuchen jetzt den wegzubrutzeln mit dem Eis. Crit! Aber er ist nicht eingefroren, weil er immun ist, natürlich. Hat er sich... Ach nö. Ah, nur noch 5... Warte mal, ist das der Originale? Ne, das ist nicht der Originale, das ist die Kopie. Da ist doch der Originale. Kriegt er noch eine Runde? Okay, dann dein Auftrag, lieber Bade. Mach ihn platt. Bitte, mach ihn platt. Nicht ausweichen. Nicht die Magierin. Nein! Na Gott. Kannst du jetzt echt nicht sein hier. Hätten nochmal eine Heilung. Sich selber heilen. Oder die Elfin. Moment, wir heilen die Elfin. Und machen nochmal eine Aktion. Und rufen jetzt das Killer-Karnickel. Er ist weg. Okay, wir müssen nur noch die Kopien wegmachen, glaube ich. Die fallen automatisch. Wow! Warm du schon, Trottel, alle miteinander! 1666 Münzen, blutrünstiger Stiefel, dämonische Halskette von Kyoikin, der Esel und verfluchter Kraftring. Her damit. So, Gruppe heilen. Rein damit. Ich hätte lieber eine Gallone leckeres Bier. Dir haben wir es gegeben, Scheißtyp. Ja, wir sind die Besten. Nimm das, du große Metapher. Ihr seid mies, aber ihr habt so ein Pech auf uns aufmerksam gemacht. Nein, so ein Pech. Ich kann alles erklären. Das ist ein Missverständnis. Es gibt keine Rebellion. Alles ist in Ordnung. Ich hab's unter Kontrolle. Das ist... Da wurde er gefistet. Sic transit gloria mundi. Der Meister des Kerkers. War das... Das war noch nicht der Endkampf, oder? Weil ich schätze mal schon, dass wir noch gegen so ein Pech in irgendeiner Form antreten müssen. Es lädt auf jeden Fall sehr lange. Na, das war mal ein Kampf. Und ein hervorragender Kerker. Habt ihr gesehen, wie wir die Kniescheiben von dem scheiß Goblin geknackt haben? Das war doch auf keinen Fall ein Abenteuer der Stufe 1. Beschweren wir uns beim Kerker vor. Die Schwierigkeit muss neu bewertet werden. Und zusätzliche EP erhalten. Ja, es war hart. Ich habe so um die 100 Haarklammern zerbrochen. Und der Bösewicht war so böse. Aber dank unserem Team haben wir es geschafft. Ja, das Team. Unter der Leitung eines talentierten Anführers. Wir haben den Kampf gewonnen, weil wir die Stärkeren waren. Lasst uns auf Chrom trinken. Für einen Barbaren war das aber ein langer und komplizierter Satz. Aber irgendwie fühlt sich dieser Sieg nicht erfüllend an. Spielverderber. Neuntes Kapitel. Die Statuette von Gladol Feurer. Wie war das? Sind wir noch nicht fertig? Bei Xors Strümpfen. Die Statuette. Unsere Helden feiern in der Taverne Losaks Untergang, ergötzen sich am Boden ihrer schmutzigen Bierkrüge und vergessen ihre ursprüngliche Quest. Nee, überhaupt nicht. Wir wollten uns nur die Zeit nehmen, um eine geeignete Strategie zur Wiederbeschaffung der Statuette zu entwickeln. Was? Wir brauchen eine Statuette? Du weißt schon, die Statuette von Gladol Feurer.
die wir von Zangar zurückholen sollen. Zangar? Wer ist denn das? Das klingt wie ein Reinigungsmittel für Badewannen. Alle müssen wissen, dass Meister Zangar zurückgekehrt ist. Das war jetzt eure 6. Runde Bier. Würdet ihr bitte zahlen? Oh, er ist zurückgekehrt, um die Wanne zu säubern? Er wurde wohl von Dämonen festgehalten, aber ein Haufen Schwachköpfe hat ihn befreit. Darum hat er die Genossenschaft aufgelöst, die den Kerker betrieben hat und die Anführer von Barney dem Schrecklichen vierteilen lassen. Ah, das ist schade. Aber zum Glück waren wir das nicht. Er hat sich in seinem Quartier auf der 2. Etage eingeschlossen und vernichtet jeden, der ihn stört. Ah, oh, ich erinnere mich an ihn. Das war das süße lila Huhn, das Gok-Gok gemacht hat, richtig? Oh, bitte sei still. Aber viele Wachen wurden von diesen Abenteurern getötet. Er muss sich sehr einsam fühlen, dieser Zangar. Ja, aber er ist ein Meisterhexer. Er hat einen Schutz, der ihn unverwundbar macht. Also entweder unterwerfen wir uns oder wir gehen. Oh, und der Gastwirt ist verschwunden. Darum fühle ich mich jetzt etwas einsam. Egal, zahlt ihr jetzt endlich? Niemals! Oh, okay, natürlich zahlen wir. Hier, bitte. Endlich arrangieren sich unsere Helden mit ihren Fehlern und ihrer Kurzlebigkeit was ihres Triumphs. Was ist mit unserer Kurzlebigkeit? Dranbleiben, es ist fast vorbei. Unsere heroischen Abenteurer haben sich mit der Nichtigkeit ihres Erfolgs arrangiert und beschließen endlich, ihre Reise zu Zangdars Quartier fortzusetzen und ihr Schicksal zu erfüllen. Ja, lasst uns eine verrottete Statuette klauen. Und lasst ihm uns eine verschissene Zauberfresse einschlagen. Bruder Lamsanda, kaputt, Howie. Und danach können wir Pfannkuchen machen. Ich kann hierbleiben und Wache schieben. Okay, eins nach dem anderen. Wir brauchen einen Plan. Tja, wir gehen da hoch und treten ihm in den Arsch. Das ist ein guter Plan. Jawohl, gute Strategie. Welchen Teil von Zangda ist unverwundbar? Hast du nicht verstanden? Egal. Ich glaube, wir sollten die Zaubermeister nochmal um Hilfe bitten. Nein, verdammt, sie saugen uns noch den letzten Groschen aus unseren Geldbörsen. Wir könnten auch seine Quartiere durchsuchen, bevor wir ihn persönlich kennenlernen. Vielleicht entdecken wir eine Schwäche. Jetzt, da wir Losax los sind, müssten wir die 2. Etage erreichen können. Wir könnten einem seiner Leibdiener die Hose wegzaubern, damit er seine Beherrschung verliert und uns alles über die Schwachstellen in der Verteidigung dieses fantastischen Hexers erzählt. Um Hilfe bitten, alles durchsuchen, befragen. Damit haben wir ein paar gute Möglichkeiten, bevor wir wie die Berserker bei ihm einfallen. So, wunderbar. Jetzt da endlich mal das ganze Geplapper fertig ist, der Kampf fertig ist und auch ich fertig bin, können wir mal zum Ende kommen. Das war die heutige Folge für The Dungeon of Nahelberg. Ich dachte nicht, dass es so eskaliert, aber dieser eine Kampf hat sich ja wirklich in die Länge gezogen. Ihr habt es gesehen. Zum Glück ist alles gut gegangen, ja, trotz so ein Pech. Aber ja, beim nächsten Mal kann sich ja alles drehen und dann seid ihr ja vielleicht wieder mit dabei. Würde mich freuen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann geht's ins 9. Kapitel. Bis dahin, macht's gut, tschüss!